Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es hier um AI, künstliche Intelligenz, hier in der Premium Collection, in diesem Mediabook. Ja, und los geht's nach dem Intro. So, und hier ist es, ja, in der Premium Collection. Und hierfür natürlich einen lieben und herzlichen Dank an den Patrick. Ja, vielen, vielen Dank. Er ist jetzt auch hier auf YouTube unterwegs unter der Filmangler. Ja, ich werde euch unten mal seinen Kanal verlinken und schaut mal rein und lasst mal ein Abo da. Ja, richtig, richtig cooler Typ. Ja, und vielen Dank, dass du mir das hier zukommen lassen hast, ja. Ich freue mich richtig, ja. Und jetzt denkt ihr bestimmt, warum stellt er hier so ein altes Teil hier vor, ja. Ja, ich stelle hier alles vor, egal ob alt oder neu, ja. Egal, Mediabook, Steelbook, die stelle ich dann alle extra vor. Jetzt ist aber, ich habe mir gedacht, ich habe nämlich so ein Mediabook von der Premium Collection selbst nicht in der Sammlung und habe auch noch nie wirklich eins in der Hand gehabt, ja, außer im Kaufhaus mal, ja, aber sonst auch noch nicht. Und gerade für die Leute, die diese noch nicht kennen, finde ich, ist das mal hier eine gute Gelegenheit, das mal kennenzulernen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ja, und ich würde sagen, wir gehen in die Ego-Perspektive und dann zeige ich euch's. So, und hier haben wir es nun, hier AI, künstliche Intelligenz, ab 12 Jahren freigegeben, in der Premium Collection. Ja, mit Haley Jo Osment und Jude Law. Ja, hier machen wir erstmal den Spine hier. Sieht auch schön aus. Und hier hinten haben wir die ganzen technischen Daten. Dolby Digital, ja, und Specials können in Standardauflösung vorliegen, ja, aber was haben wir? Ah, hier unten haben wir die ganzen Specials drauf, Dokumentation, visuelle Effekte und, ja. Der Film dauert 146 Minuten. Und was haben wir hier? Ja. SDH, ah, das Bonusmaterial, ja. Und das Schöne ist hier, man kann hier diesen Schuber abnehmen und dann hat man hier eigentlich freie Sicht und hier auch der Flatschen ist weg. Ist halt schade, dass der Flatschen hier drauf ist, weil das ist ja eine gute Schutzhülle eigentlich. Ich würde es mir lieber so irgendwie hinstellen, aber mit Schutzhülle dann doch besser. Und ja, dann gehen wir mal durch. Hier sieht man, so ein bisschen glänzend gehalten. Ja, dann gehen wir mal durch. Hier fängt es an, gleich mit Bildern, ein bisschen Text über die Produktion, wieder schöne Bilder. Ich finde den Film richtig gut, über die Produktion, auch nur ein bisschen Bilder, Text, schön abwechselnd, finde ich richtig gut. Viele sagen ja, ja, warum Mediabook, das liest eh keiner. Ich persönlich lese es eigentlich dann, wenn es ein schlechter Film ist, während des Films oder dann später, ja, nachdem ich den Film mir mal angeschaut habe, wenn ich mal Ruhe habe, ja, hier unten die Rechnung noch und ein bisschen Werbung, dann lese ich mir das schon mal durch, ja. So. Wie AI entstand. Hier sind richtig viele Informationen drin. Finde ich richtig gut.
und sind auch viele, viele Seiten, ja. So, und hier haben wir dann die Blu-ray. Ja, und hier noch ein schöner Innendruck, den wir hier auch am Anfang haben. Genau, ja. Und hinten auch. Hebt sich das ein bisschen hervor, das ist schön. Ja. Finde ich ein richtig gelungenes Mediabook. Ist halt, ich glaube so viel, ich will jetzt nicht aufstehen, wenn es holt, aber ich glaube so viel kleiner. Ja, so sind, glaube ich, normale Mediabooks ungefähr. Ja, es passt also nicht wirklich in jede Mediabook-Sammlung, weil das sticht dann sofort heraus, weil es halt kleiner ist, aber so. Ja, zwischen die normalen Emirates oder wie auch immer. Ich finde es nicht schlimm, ja? Ich finde es nicht schlimm. So, dann gehe ich nochmal vor die Kamera. Bis gleich. So, also ein richtig schönes Mediabook, wie ich finde. Ja, ist ein bisschen kleiner als die normalen, aber ja, macht nichts. Ja, der Inhalt zählt. Und zum Film, ja, ich habe den sonst immer nur auf im Fernsehen gesehen und da hat er mir schon gefallen. Ich habe mal bis jetzt, ich habe es nie geschafft, den irgendwie in die Sammlung zu kriegen. Danke nochmal, ja, Patrick. Jetzt habe ich ihn, habe mir angeschaut und immer noch, ich finde ihn immer noch richtig gut. Ja, kann ich mir immer mal wieder anschauen und ja, was soll man noch dazu sagen? Schaut ihn euch an. Edition ist eigentlich egal, meiner Meinung nach. Ja? Aber die ist eigentlich recht schön. Ja? Bis auf den blauen Balken. Und der Flatschen auf dem Schuber. Ansonsten alles top. Ja? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ja, warst du schon? Ja, wir sehen uns. Macht's gut. Euer Timo. We'll be right back.